Und herzlich willkommen zurück hier bei Sims 4. Heute mal bei etwas anderem. Und zwar, weil wir ja in den Häusern immer nur die Räume so ein bisschen schneller eingeräumt, dekoriert hatten, dachte ich mir mal, dass wir einfach vielleicht mal einen kleinen Raum nur erstellen und diesen nur dekorieren. Und heute würde ich mal gerne mit einem Schlafzimmer anfangen. Und zwar irgend so ein Mädchen-Jugendschlafzimmer, hätte ich mir gedacht. Ich glaube aber, das wird hier jetzt gerade ein bisschen groß. Fangen wir mal mit der Tür an. So. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, was wir so machen könnten. Und bin gespannt, ob das so funktionieren wird, wie ich es möchte. Fängt ja schon gut an, das wollte ich nämlich nicht. So. Das gehen wir wieder weg. Genau. Dann brauchen wir noch Fenster. Ich würde mal sagen, die wären so etwa in dieser Richtung, wenn es der Raum dann in dem Haus ist. Hier. Hier vielleicht. Dann haben wir hier Fenster und rundherum ist eben Haus. Und dann, genau, zum Boden. So ein etwas hellerer Fußboden, glaube ich, passt ganz gut. Und von der Wandfarbe hätte ich gerne ein helles Blau. Oder so ein Grün wäre auch toll. Das ist schon fast zu blau. Nee, das kann man doch nicht machen. So ein Pastellblau. Wie sieht das aus? Das könnte man vielleicht machen, oder? Machen wir mal Licht. Übrigens, Leute, ich habe ja in einem vorherigen Let's Play mal gesagt, dass mich diese Lampen immer irrsinnig stören. Und mit dem Cheat, ich kann ihn euch nochmal einblenden, bp.show hidden objects, könnt ihr solche Lichtflächen platzieren. Die sehen zwar jetzt im ersten Moment so ein bisschen scheiße aus, aber wenn man dann in den Spielmodus geht, sieht man sie nicht mehr. Und das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt sehr cool. So. Hier haben wir noch was für hier. Und dann ist schon alles hell. Ich finde das super. Aber das sieht jetzt ehrlich gesagt ziemlich weiß aus, diese blaue Farbe, die wir hier haben wollten eigentlich. Gucken wir mal weiter, was es so gibt. Nee. Das sind wahrscheinlich sehr, sehr knallige Farben. Ach, ja, sind's. Zu hell. Zu dunkel, sagten wir ja. Da haben wir was Pastellfarbenes. So in etwa. Jo, das kann man machen. Genau. Dann geben wir das noch vielleicht hier hin. Das hier. Und dann gucken wir mal nach einem schönen Vorhang. Dann, wo sind denn die? Apparate, Kinder, Deko, Deko vielleicht, genau. Die sind zu breit. Auch. Sowas in etwa könnten wir machen. Man will ja nicht die ganze Zeit in der Nacht dann beobachtet werden. Oh, das sieht die ja schon fast besser aus. Ja, die gefallen mir besser. Dann entfernen wir die und packen die hier ran. So. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Bett an. Das wäre, glaube ich, mal so das Wichtigste an dem Schlafzimmer. Das Bett sieht ja cool aus. Hat auch so ein bisschen die Farbe vom
denn da alles für ihre Muster? Das finde ich toll. Was haben wir da hier noch? Ich glaube, ich nehme dieses Bild. Ja, das gefällt mir. So. Über dem Bett würde irgend so ein Regal oder so passen. War das? Hier auf jeden Fall mal nicht. Apparate, Elektronik, Beleuchtung, Sanitär, alles anzeigen. Glaube ich, suchen wir jetzt zu lange. Nee, haben wir schon. Zwar vielleicht dieses. Und gibt es das in derselben Farbe wie das Bett? Nee, natürlich nicht. Dann nehmen wir es in Schwarz. So, dass wir ein bisschen Überblick sehen. Machen wir hier eins und hier eins. Dann brauchen wir... Ich finde den Gang noch zu lange. So in etwa. Ja. Dann gucken wir mal hier. So, so müsste es dann in etwa passen. Kommen, dann nehmen wir jetzt noch ein anderes Licht. Beleuchtung. Jo, kann man machen. Nämlich einen Schrank. Aber ich will den vielleicht. Ja, der Farbe, die gefällt mir. So. Hier einen hin und dann hier einen hin. Aber das ist jetzt so, machen wir so. Da guckt er eh nicht raus. Nein, gut. Dann stellen wir den noch dran. Ich glaube, beide müssen so ein bisschen weiter nach hinten. Und zwar so. Dann stellen wir noch einen dritten hin. Weil Schränke kann man nie genug haben. So. Und hier in dieser Ecke würde ich so ein bisschen... Wie heißt's denn? So eine kleine Garderobe machen, wenn ich sie finde. Da haben wir sie ja schon. Es ist immer so ein Problem, hier was zu finden, finde ich teilweise. Kann man schon machen. So. Hier. Und vielleicht noch in einer anderen Farbe. Ups, das war ich selber. Genau. Hier. Und das könnten wir ja eigentlich auch so ein bisschen höher machen. Und zwar so. Dann hängen wir das auch höher. Und sowas kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Genau. Oder kann man da Schuhe? Genau, Schuhe hatten wir doch auch hier irgendwo, oder? Dass man da so eine Schuhgarderobe hat? Das war doch auch. Oder irre ich mich gerade? Nein, ich irre mich gerade. Dann hängen wir das noch an. Okay. Dann haben wir mal so hier diese Ecke so ein bisschen. Sozusagen die Ankleideecke. Genau. Und dann würde ich hier noch einen Spiegel hinsetzen.
Denn wenn man sich umzieht, will man ja meistens dann auch begutachten, was man anhat. So. Und dann noch einen kleinen runden Teppich. Vielleicht irgendwie in so einer. Nee, die Farbe sieht doch schrecklich aus. Der ist zu klein. Da haben wir einen einfarbigen. Perfekt. So ein bisschen so. Genau. Ein Teppich. Dann wollen wir hier in dieser Ecke so ein kleines Arbeitszimmer bzw. einen Schreibtisch haben. Und da bin ich eigentlich. Wie sieht denn der aus? Den könnte man. Nee, der ist zu lange. Diesen. Aber vielleicht in einer anderen Farbe. Genau. Dieselbe Farbe wie der Tisch. Wie das Bett, so. Stellen wir hier hin. Und einen Schrank nebenan. Braucht man ja auch eigentlich immer. Ups. So. Gibt es das auch in einer anderen Farbe? Genau, perfekt. Bisschen höher mal. So, dann haben wir hier mal so ein Bücherregal. Bücherregale kann man ja eigentlich nie genug haben. Ich weiß es nicht, ich habe zumindest immer zu wenig Platz für Bücher oder sonstiges. Und deshalb brauchen wir hier jetzt mal genug Stauraum. Gehen wir mal in diese Richtung oder sieht das? Nee, das kann man so machen, genau. Und dann vielleicht noch eine Kommode, weil man braucht ja eigentlich immer was für unten drunter, wo man so seinen Kram verräumen kann, wenn mal irgendwie schnell Besuch kommt oder keine Ahnung. Das ist aber zu hoch schon fast. Ist da was Kleineres? Sieht man auch. Sieht aber doof aus. Die Farbe würde nicht passen. Ein dunkelbraun, das ist schon das dunkelbraun. Oder? Nein, das passt. Dann brauchen wir hier noch ein Nachtkästchen, habe ich schon ganz vergessen. Da glaube ich, passt dieses ganz gut. Genau. Dann noch einen Stuhl natürlich. So. Und ich finde, beim Arbeiten braucht man meistens einen ziemlich gemütlichen. Deshalb nehmen wir mal den. Dann würde ich das ein bisschen hier hinhängen. Vielleicht noch ein zweites, weil, wie gesagt, Bücher brauchen Platz. Vielleicht kann man die ja auch irgendwie so ein bisschen. Ich probiere jetzt was. Ups, das will wieder runter. Ich glaube, es funktioniert nicht. Nee, das ist exakt eine andere Höhe. Oder? Ja, vielleicht kann man ja da irgendwas hinstellen, dass man es dann nicht mehr so sieht. Wir probieren's. Dann, was man logischerweise braucht, einen PC. Kann man den hier. Hallo? Muss auf Oberflächen platziert werden. Ja, das mache ich doch, aber er will nur hier hin. Das sieht dann natürlich ein bisschen bescheuert aus. Den vielleicht drehen? Nein, natürlich nicht. Muss vielleicht so. Okay. Ja, kann man auch machen. Gut. Dann
brauchen wir noch Dinge zur Deko für diesen Tisch. Und zwar, eine Lampe braucht man auf jeden Fall. Ohne eine Lampe kann man ja schlecht arbeiten. Ach, ist die groß. Die gefällt mir nicht. Ist das für so eine Deckenlampe? Nee. Deckenbeleuchtung haben wir ja schon ganz clever gelöst. So eine, glaube ich, wollen wir. Kann ich die jetzt nicht so, wie ich will, platzieren? Oder streikt mir da der Tisch so ein bisschen? Nee, der will nicht. Stellen wir es mal vielleicht hierhin. Genau. Nee, wobei, da gefällt mir diese besser. Gibt es die auch in irgendwie schwarz oder blau? Oh ja, das Blau sieht toll aus. Genau, machen wir mal diese hier. Und